Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Divinity Original Sin. Und wir befinden uns jetzt hier in diesem wüstigen Gebiet, wo es nur von Spinnen wimmelt. Oh Gott, Achtung! Ach du Scheiße, ist die Spinnenkönigin oder wie? Ja. Ihr könnt euch vielleicht nur an die Folge erinnern, wo wir gegen den Kadraskas kämpft haben. Den Typen da auf der Brücke, bevor man dieses Wüstengebiet betritt. Und mit dem haben wir ja irgendwas über die Spinnenkönigin geredet, aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas mag sie gern oder so. Boah, ich muss mal die Folgen, bevor ich da jetzt näher hingehe zur Spinnenkönigin, muss ich mir die Folge mit Kadraskas nochmal anschauen. Und schauen, was ich da geredet habe. Ich hoffe, ich komme jetzt einfach vorbeischleichen. Oh, sehr gut. Okay. Da ist ein Glibberpilz. Den hätte ich gern. Kampf! Hui! Bin bereit. Okay. Action. Wo sind's? 1, 2, 3. Irgendwo sind aber nur 2 Eier. Oh, ganz da hinten. Ui, okay, Leute, ich glaube, das wird ein harter Kampf. Wir machen mal unsichtbar. Und gehe mal so weit vor, wie es geht. Okay, dann der Bob. Das ist so ärgerlich. Jetzt habe ich immer so wenig Aktionspunkte. Na gut, ich heb mal die Punkte auf. Bin ja schon verlangsamt, da wird mir jetzt nur mal verlangsamen. Ich versuche, dass ich wenigstens eine Spinne mal wegkriege, bevor so ein Ei schlüpft. Das sind verschiedene Arten von Spinnen. Ich habe echt nur 3 Punkte. Ich bleibe jetzt einfach in dem Gift einmal stehen, ist mir jetzt egal. Wir gehen auf die, würde ich sagen. Okay. So, die Mantis verstärkt sich. Dann schauen wir mit dem Wirbler. Trifft ihn leider nicht beide. Ich gehe ein bisschen vor. Aber jetzt. Zack. Ja, ist okay, bin zufrieden. Ein bisschen Leben sind abgezogen worden. So, dann der Woolgraf. Ja, ich mach so eine Attacke einfach. Ups. Okay. Dann der Bob. Ich tue mal eine Spinne da weg. Dass wir nicht so eingekesselt sind. Und ja. Ah, das ist voll ungut, wenn die sich da eingraben können, hey. Oh, Woolgraf. Hä? Ah, die. Die geht wieder zurück, oder wie? Das ist ja schräg, okay. Okay, der Jayhan. Ah, ich habe nicht einmal genug. Na gut, er hebt sie jetzt einfach mal. Er hebt sie die Punkte auf. So, okay, die Simantis kann heilen auf dem Woolgraf. Kann ich vielleicht. Kann ich mal draufhauen? Naja, okay. Dann kommt der Woolgraf. Zack. Naja. Immerhin ein bisschen Schaden gemacht. So, dann. Eigentlich war er ziemlich am gescheiter einfach draufhauen mit seinen 2 Wasserwaffen.
Ich glaube, da macht er. Da war ja am meisten Schaden, glaube ich. Alter, shit! Die dann doch alles vergiften! Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Und für diesen Plan muss ich mit Cheyenne unbedingt aus dem Gift einmal raus. Und ich heile mich. Das ist Mantis. So, Simantis steht auch blöd da drin irgendwie. Aber ich könnte. Nein, ich stehe aber dann trotzdem. Na egal, ich mache das jetzt einmal. Dann. Ah, jetzt erwischt mich die aber trotzdem dann noch. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, was ich vorhab. Niederschlag fehlgeschlagen. Naja, egal. Okay, der Woolgraf. Okay. Oh shit! Woolgraf. Na, der Woolgraf, der nimmt einen Heiltrank. Oh, schaut mal, ich kann trotzdem nur draufhauen. Das da mal. Zack. Okay, jetzt passt's auf. Ich brauche 3 Aktionspunkte für das. Was hat denn das für ein Radius? Wenn ich da ist, darf er sie ausgeht. Ich gehe jetzt einmal da her. Okay. Gut, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie man das gerade erhofft hat. Also eigentlich wollte ich die Fläche da in Brand setzen. Aber egal. Oh, scheiß, okay, okay. Hat funktioniert. Sind jetzt die Eier geschlüpft, okay. Oh, jetzt kriegen wir, glaube ich, ein bisschen Probleme. Ich brauche jetzt dringend eine Heilrunde. Hey, also in den letzten Folgen verliere ich die ganze Zeit. Ich meine, ich mag es jetzt nur nicht aufgeben, ja, aber. Ich hab schon ein bisschen ungutes Gefühl jetzt da grad. Ich bandagiere mich. Jetzt kommt der Woolgraf. Wer der Woolgraf da muss. Naja. Na, jetzt habe ich wieder keine Punkte mehr, dass ich da. Jetzt hat sich ja wieder mehr ausgezahlt. Aber ich kann doch da sicher irgendwas machen. Boah. Ein paar Schaden, ein bisschen Schaden haben sie gekriegt. Hey, hallo. Der Bob ist dran. Heilung, hätte die ready. Wer braucht's? Der Cheyenne hat noch was oben. Dann gib ich's einen Woolgraf, weil der hat brennen auch noch oben. Das heißt, der verliert da sowieso Schaden. Was hat er so? Das ist die verursacht. Er hat schon bei allen Zielen einen langen Grad Kegel. Achso, nicht genügend Aktionspunkte. Ja gut, dann bringt es ja nichts. Ja, dann bleibe ich einfach mal stehen. Der arme Cheyenne.
glaube, die sollte... jetzt geht sie jetzt gar nicht raus, oder wie? Ich hätte mir doch, die stirbt. Okay. Die Simantus. Bringt eure Feinde vor Furcht zu zittern und zu fliehen? Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr das jetzt mal kurz... Ich probiere das einfach. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Okay. So, der Woolgriff ist dran. Gut. Und der Woolgriff, ja, hebt sie den einen Punkt, hebt das jetzt einfach mal auf da. Heilung habe ich nix ready. Das geht jetzt gerade auch nicht aus. Komm schon. Okay. Wieder einmal checken. Healer! Ja, Healer. Okay, Jayhan, Heilung, 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 Heilung. Und unbedingt... Oh shit, der hat keine Punkte mehr. Er wird jetzt eigentlich nur da rausgehen. Ja. Einfach mal drauf. Ihr kennt nur mal... Ja, haben wir einfach. Scheiße! Der Woolgriff, der teleportiert sie. Da her. So, der Bob hat Heilung ready und zwar für die Simantis. Okay. I can see the white light. Jayhan. Oh Mann. Oi, 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 oi. Es ist voll unart, wie die da drinnen sind im Gift, weil es da immer wieder Leben dazu kriegen. Das ist halt dann ein bisschen doof, würde ich sagen. Aber jetzt kommt meine Geheimwaffe, und zwar mein Feuerelementar. Weil wenn die alle vergiftet sind, dann muss ja Feuer jetzt eigentlich viel Schaden machen. Und ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn ich mit dem Bob bei den Zwillingswaffen ein Feuer, einen Feuerzauberstab auslöst. Wer ist dran? Die Simantis. Ramming Speed.
Hat der jetzt kein Leben verloren? Komisch. So. Naja. Meine Geheimwaffe war eigentlich nicht besonders effektiv. Bob hat Heilung bereit und ja, heilt sich selber, würde ich sagen. Okay, Gegner sind an der Reihe. Oh, also der ist schon wieder kein Sinn mehr da. Nee. Das kann ich leider vergessen. Schwierig. Hier ist gerade echt Sache. Ich weiß wirklich nicht, wo ich momentan hingehen soll. Weil irgendwie überall bin ich nur am Urhalt. Oh, Scheiße, Mann! Ich wollte da jetzt nicht. Drei Spinnen. Und zwar Spinnenkult-Schicksalsspinner. Und zwei Eier. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind des Todes. Ja. Naja, aber wenigstens kämen die Spinnen ein bisschen in Nahkampf und laufen nicht dauernd weg, gell? Das haben wir ja auch schon gehabt. Dass die Spinnen dann immer nachlaufen hat müssen. Ist ja da recht ärgerlich. Ja, kurz noch alles voll da. Ist schon gut. Und jetzt zahlt sie nicht aus. Nehmen wir das. Und der ist mein Manu. Zack. Ah, ich habe mich nicht verstärkt, ist mir gerade aufgefallen. Wäre doof. Aha, da wird die verfluchen, ob das wirklich sein. Aber nicht mit mir. Blendet. Das ist schlecht. Wenn ich mich jetzt teleporte, bin ich dann noch wieder sichtbar. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, oder? Ja, toll. Das war dann ein bisschen doof. Naja, ich kann nur einen Angriff machen. Oh! Der war sehr effektiv, muss ich sagen. Dann gehe ich jetzt einmal aus dem Gift da raus. Nimm den Typen da und schmeiß. Ah, shit! Ich hab mich verdruckt. Die trat durch, hä? Ja. Ah! Ah, ey, ist Stück gestückt. Na super. Oh.
Boah, nein, ich weiß jetzt schon wieder, dass dieser Scheiß wird. Hulgriff ist jetzt eh gleich wieder hinig. Uli Graffi, kriegst ein bisschen Heilung von mir und die tun jetzt endlich mal da verstärken. Ich geh ein bisschen aus dem Gift da mal raus. Nee, ist mir wurscht, ich mache jetzt irgendeinen Angriff. Ups, betäubt. Immerhin schon mal betäubt. Das ist sehr gut. Oh, toll. Das letzte Eis geschlüpft. Katze, Katze, Gift. Nee. Oh, na, interessiert mich schon wieder nicht. Sweet relief. Ach Leute, was da wir denn? Was da wir denn? Habt ihr irgendeinen Tipp für mich? Was soll ich denn als nächstes machen? Irgendwie kommt mir vor, ich bin gerade so schwach und es ist gerade irgendwie so zart zum Spülen. Aber ich mache jetzt so eine Folgenpause. Werden wir jetzt mal ganz genau überlegen, was wir als nächstes dann. Und ich hoffe, dass dann besser vorangeht wie die letzten zwei Folgen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Divinity Original Sin. Bis dahin. Ciao.